Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Ja, ich habe jetzt nochmal ein bisschen wieder abgekürzt, wie ich schon gesagt. Und ich habe mir diese Zahlendrehscheibe runtergeschickt zu Billy. Denn ich denke mal, die brauche ich hier unten, weil ich meine, da wäre noch was gewesen, wo ich das Ding einsetzen kann. Warte mal, das war doch hier an der Tür, oder? Ja. Warte mal. Ja, wenn das mal ein bisschen schneller gehen würde mit den Ladebildschirmen hier. Das ist halt immer... Naja, so... Hier, genau, hier war es doch, oder? Lass mal schauen. Ja, genau, ein Gerät zur Eingabe einer Kombination. Aber da fehlt etwas. Ja, das werden wir jetzt nämlich hier einsetzen. Und zwar diese Drehscheibe. Genau, die passt. Wunderbar, das Gerät funktioniert wieder. Nein, die geben wir nicht ein, weil ich muss ja erstmal die Kombination erfahren. Warte mal, da war doch irgendwas mit einer Datei. Warte, was hier? Tagebuch des Laborleiters? Warte. Genau, der Zugangscode sagt, das hätte was mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun, aber er ist ein Einzelgänger, nicht verheiratet, hat auch keine Kinder, was meine Blossom bitte. Genau, das ist Akten zum Egelwachstum, da war es. Ich habe mir letztes Mal irgendwie eine Zahl da gemerkt, so halb, warte. Ich habe 4 Egeln Tee verabreicht, die 4 ist rot, das heißt, das ist schon mal ein Hinweis, ihre Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde, das heißt 4, 8. Ne. Schnell vor der Menge erhöht, aber 2 wurden gefressen, 4, 8, 6. Habe ihnen Lebenfutter gegeben, die Hälfte verloren, weil Lebenfutter sich wehrte. 4, 8, 6, 3, oder? Warte mal, das versuche ich mal. Sind das auf 4 Stellen? Normalerweise sind es ja immer 3 Zahlen. Wir geben mal die Kombination ein. Aha, links, rechts drehen und dann öffnen. Ich weiß nicht, es ist schon wieder falsch rum jetzt. 4. Ja, ihr müsst mir das nicht immer 10.000 Mal erklären. 8. Ey, man, diese blöden Hinweise da unten. Ich weiß es doch. Ja. Na. Oh, jetzt habe ich ja doppelt gedrückt. Ja, ich weiß, scheint die falsche. Ich hasse das. Die denken immer, man ist ein Schwachkopf und kann das nicht richtig, kann sich nicht merken, wie das hier funktioniert, oder was? 4. Ja. Immer dieser Hilfetext. 10.000 Mal. 4, 8, 6. Ich habe es wahrscheinlich eh falsch rumgedreht, deswegen wäre es eh nicht gegangen. 6. Ah, ja. Und die 3. Und die Tür wurde aufgeschlossen. Juhu! Naja, war jetzt nicht unbedingt anspruchsvoll. Aber bin ich ja mal gespannt. Kommen hier wieder Hunter oder sowas. Aber Billy hat ja zumindest die Schrotflinte. Da bin ich ein bisschen sicherer gegen die Dinger. Okay. Komm schon. Maybe I could use this. Billy, I found something here that might make you happy. It's an aerial cable car. Aha. Really? That's great. Now we can get out. Yep, let's regroup as soon as possible. Over. Sehr gut. Das ist cool. Alles klar, warte mal, jetzt muss ich doch irgendwie was machen, dass Rebecca da runterkommt, oder? Okay, warte, hier ist rot. Der Weg ist also rot. Da muss ich wohl irgendwie diese Bahn hier drehen, kann das sein? Ja, aber klettern mal hoch. Wenn es überhaupt was bringt. Ja. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, bei den Huntern war ja noch so ein Zettel drin in diesem einen Raum, in dem ich jetzt auch diese Drehscheibe bekommen habe. Ich hoffe mal, das war nichts Wichtiges. Aha. Hallo? Ich muss doch da irgendwie eine Brücke hochfahren können hier. Es ist zu hoch zum Runterspringen. Ja, das ist mir klar. Leon aus Teil 4 hätte kein Problem damit, lieber Billy. Der springt der überall runter. Das werden wir aber noch sehen im Let's Play. Dem ist das sowas von egal. 10 oder 20 Meter, ich spring da jetzt halt mal runter. Weil ich's kann. Weil ich Super Leon bin. Irgendwie haben die alle seit Teil 3 eigentlich schon so Superkräfte entwickelt, die Protagonisten. Stromzufuhrstand unterbrochen. Sehr gut. Ich habe ja noch mit Rebecca die Spule. Ich denke mal, das hat was damit zu tun, oder? Aber wisst ihr was, ich gehe jetzt erst nochmal zurück, hol mal den ganzen Kram, den ich noch liegen lassen habe. Ich habe ja noch 3 Plätze frei, weil ich muss jetzt wahrscheinlich wieder auf Rebecca umschalten gleich. Ich habe ja die Spule schon hochgeschickt, wie gesagt. In Voraussicht, weil ich ja eigentlich schon wusste, dass es ja wieder so läuft. Wenn ich unten was finde, muss ich es hochschicken und so weiter. Könnt ihr euch ja eigentlich schon denken, ne? Das ist halt so dieser Koop-Gedanke. Wenn der eine was findet, muss es dem anderen geben, dass der dann was mit anfangen kann. Manchmal ist es ein bisschen, naja, ein bisschen weit hergeholt. Also so platziert, kann man fast sagen, sind dann die Gegenstände so
so rätselmäßig platziert, aber gut, ist ja nicht unbedingt so schlimm. So, wir nehmen uns erstmal das, was auch immer es ist. Genau, die Magnum-Munition. Ich sag ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habe ich die Magnum schon längst verpasst, so wie ich mich kenne. So clever, wie ich hier bin. So. Nehmen wir mit. Hallo? Ach so, ich habe keinen Platz. Oh. Komm, dann legen wir die ab. Und nehmen jetzt das Ding mit, genau. Ja, die Mollys sind schon ganz gut, aber die schmeißt er so langsam. Ich würde mir ja wünschen, dass die Leute hier ein bisschen schneller angreifen können. In den anderen Resident Evil-Teilen ist es nämlich der Fall. Da kann man richtig schnell angreifen und sich auch bewegen, stellenweise. Und hier ist es halt alles ein bisschen träge. So wie im Classic-Remake. So. Gehen wir mal rüber. Oder... Na, ich hätte eigentlich... Ich bin so blöd, ne? Ich hätte eigentlich da stehen bleiben können. Eben in dem Raum, weil jetzt muss ich ja wahrscheinlich immer mit Rebecca wieder was machen. Naja. So. Gehen wir mal. Ach so, warte mal. Da ist ja wieder hier ein Loch in der Decke. Wo ist das denn? Aha. Aha, das ist in dem Räumchen drin, wo ich mit... Okay, ich verstehe. Warte mal. Vielleicht kann ich mit Rebecca ja runterspringen, aber... Dann meckert sie wahrscheinlich wieder rum, dass es so tief ist und sie nicht runterspringen kann. Oder nee, noch anders. Haha, ich weiß wie. Da kann ich mich dann wieder hochschießen mit dem Hakengewehr, richtig? Richtig. Hundertprozentig. Ich muss die Plattform... Na, das werden wir ja gleich sehen. Ich gehe einfach mal hin, bevor die Zombies mich hier in dem Raum fressen. Da sind nämlich noch zwei Stück, falls ihr euch erinnert. Die habe ich nicht getötet, weil ich so ein herzensguter Mensch bin. Und weil ich Munition sparen will. Vor allen Dingen das. Na komm schon. Ladescreen. So, hier war das jetzt, ne? Genau. Müsste hier sein. Ach ja, das Rumgelaufe. Das ist das zeitaufwendigste in dem Spiel. Der Rest geht eigentlich. So, was lag denn hier eigentlich noch? Das ist ein Farbband, ne? Ja. So, wo kann ich denn das Tote runterbringen? Ha. Wo kann ich denn die doofe Spule jetzt einsetzen? Das ist die Frage. Können sie nicht öffnen. Toll. Eingangsspule. Wo kann ich die einsetzen, bitte? Wo kann ich die einsetzen? Ich habe echt keinen Plan jetzt gerade. Ich weiß es nicht. Also da unten ist... Ja, ihr seht's. Ich muss die Plattform da irgendwie gedreht bekommen. Da unten bei Billy. Der ist jetzt genau unter mir quasi. Und da ist das Loch. Da komme ich wahrscheinlich auch noch von unten irgendwie ran mit dem Hakengewehr. Ja. Oh, ich habe keine Ahnung, Leute, ganz ehrlich. Irgendwie muss ich doch Strom machen können. Und ich habe was übersehen. Ha. Seht ihr? Da war das Loch, genau. Man hat es gesehen, das ist ein bisschen ausgefranst, aber nicht unbedingt weiter gefährlich. Da könnte man sich doch so hochhangeln, da neben an der Seite, an dem Pfosten. Ach, ich bin so doof, da ist doch noch ein Schalter. Warte mal. Also ein Hebel. Umlegen. Bitte, lass was passieren. Ja, es geht. Sauber. Ach, alles klar. Jetzt habe ich endlich wieder eine Brücke geschaffen zwischen den beiden. Nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern auch wirklich. Oh, ist das schön. Billy, Rebecca. Endlich wieder vereint, die beiden. Och, ist das toll. Aber ich muss sie gleich schon wieder trennen, denn ich muss jetzt mit Rebecca mich wieder das Loch hochschießen. Ey, das ist so doof. Ich weiß halt nicht, ob ich die Haken, dieses Hakengewehr noch mal brauche. Hi, hi. Es ist halt das, ne? Ich mag's ja, wenn man so Items ewig mit sich rumschleppen darf. Pjup. Yay. Okay. Damit hätte ich jetzt hier eigentlich alles aufgedeckt, wenn ich in diesem Raum drin bin. Oder täusche ich mich da? Ich glaube nicht. Schrot. Sehr gut. Was für Billy. Billy, ich hab was für dich. Schmeiß runter, Dotz. Auf den Schädel. So, warte. Kann ich die jetzt von innen entriegeln, bitte? Ja, danke. Tür wurde aufgeschlossen. Das ist doch schön. Ja, du sollst nicht gleich raus, du doofe Nudel. Mann, Rebecca. Aber wahrscheinlich macht sie nur auf, oder? Ich hoffe es doch, dass es einfach... Ja, genau, es ist jetzt einfach nur ein Durchgang.
Also manchmal könnte ich mich ja fast schon im Voraus ärgern. Dieses Gerät regelt die Stromein- und Ausgabe. Hiermit setzen Sie die Seilbahn in Bewegung. Juhu! Habe ich denn... Ja, ja klar habe ich die Spule. So, die benutzen wir mal. Yes! Und? Passiert was? Nö, scheinbar nicht. Aber jetzt kann ich sie wahrscheinlich benutzen. Die Arme. Das macht mich... Ah! Ich will nicht, dass es Rebecca so schlecht geht. Warte mal, ich nehme aber noch die... Oder? Ich habe jetzt wieder einen Platz frei. Und... Jawohl. So, ich will nämlich alles mitnehmen. Alles, alles, alles will ich einpacken, weil ich weiß ja nicht, wo die Seilbahn hingeht. Ich denke mal nicht, dass ich da noch irgendwie mal herkommen kann, oder? Ja, es gibt jetzt wieder ein bisschen Hin- und Herlauferei, aber naja. Wir kennen das ja. So. Jawohl, komm, komm. Ganz gut. So, dann gebe ich erstmal Billy. Hör, da hat was geblinkt. Warte mal, die gebe ich erstmal Billy. Nee, das geben wir erstmal Billy. So. Muss ich jetzt mit Rebecca zurück, oder was? Was lag denn noch im anderen Raum? Eigentlich nichts mehr, oder? Warte mal, das weiß ich ja jetzt gleich. Was hatte ich denn da noch? Ach, die Mollys. Ja, oh, die Mollys. Nö, die nehme ich mit. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Dann gehe ich nochmal kurz. Das muss sein. Also, der, nee, 8 Mollys, was das noch waren, die lasse ich da bestimmt nicht liegen, nur weil ich jetzt zu faul bin, rüber zu gehen. Ja, ich bin mal gespannt, hey. Also, warum muss es Rebecca immer so schlecht gehen und Billy geht's eigentlich immer ganz gut? Das finde ich, ne, gefällt mir nicht. Ich werde es irgendwann vielleicht nochmal spielen, aber dann auf easy. Und dann drehe ich allen Monstern in den Hintern, das glaubt ihr. Aber dann renne ich in jeden Raum, in jeden einzelnen Raum und werde alles umpusten, was mir hier entgegenkommt. Das geht mir eh mal so auf den Keks, wenn ich Gegnern ausweichen muss. Ich meine, es ist zwar richtig Resident Evil-like sowas, aber es nervt mich persönlich trotzdem ein wenig. Und wisst ihr was, jetzt wo ich schon mal hier bin, gehe ich nochmal kurz speichern. Ja, bitte. Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schon im Spiel bin. Aber es ist doch bestimmt schon ein Stückchen weiter. Also Richtung Ende entgegen, weil ich glaube ja nicht, dass es so lange ist. Ich meine, das Remake war ja auch schon recht lange eigentlich, wenn man überlegt. Aber hier habe ich schon ein ganzes Stück durch. Ich habe den Zug am Anfang gemacht, das war nicht so viel. Dann habe ich das Anwesen vorne. Jetzt hier dieses Gebäude hinten habe ich gemacht. Ja, was wird jetzt noch kommen? Vielleicht wieder noch irgendeine Anlage und dann das Labor. Weil man kennt das ja, man ist ja am Ende immer irgendwie in einem Labor oder sowas. Bei den alten Teilen vermute ich zumindest, dass es so ist. Ja. Da gipfelt ja immer die Handlung. So, aber jetzt haben wir endlich alles, oder? Können wir jetzt. Jetzt will ich erstmal wissen, was da noch blinkt und glitzert. Ich bin da wie so eine Elster, ich muss alles aufsammeln. Was blinkt? Was blinkt denn da? Hallo? Hä? Was ist das denn, eine Sicherung? Schon wieder? Ach komm, dann machen wir das eben mal. Die arme Rebecca darf wieder die ganze Arbeit machen. So schwer verletzt, wie sie ist. Und Billy steht da nur am Kasten rum und wartet. Ich hab's nicht gelesen. Irgendeine Spule, oder? Oder? Was war das? Ausgangsspule. Ja, toll. Eine Eingangs- und eine Ausgangsspule. Das ist Elektrik leicht erklärt, Leute. Wie bei Sendung mit der Maus. Klingt komisch, ist aber so. Oder war das Löwenzahn? Ach, egal. Das war Löwenzahn, genau. Naja. So. Ich weiß noch nicht, ob ihr das noch kennt. Gibt's das heute noch? Ja, Löwenzahn gibt's, glaube ich, sogar noch. Da wurde ja letztens irgendwie ein neuer Moderator, weil der gute Peter Lustig ja doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. So. Aber wir wollen nicht über Peter Lustig. Wie komme ich? Weißt du, ich komme wieder auf Themen. Da kann man nur den Kopf schütteln. Das ist Resident Evil und nicht irgendwie Kinderfernsehen. Ah. Wir haben Strom, liebe Freunde. Wunderbar. Und jetzt kommen 5 Hunter und werden die beiden zerfetzen. So wie sich das gehört. Ne, irgendwie passiert gar nichts. Hätte mich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht gewundert, wer es passiert wäre. Weil ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie wie die Pest. Die sind so fies. Ich habe nämlich mal gelesen, in Resident Evil Spielen, die können euch, wenn ihr gelb seid, wirklich nur gelb, könnt ihr euch mit einem Treffer... Achso, warte. Hallo? Follow me. Genau. Okay.
Die können euch mit einem Treffer dann schon den Kopf abhacken, wenn sie euch anspringen. Ja, das können nur die lieben Hunter. Also sind es quasi die stärksten Gegner im ganzen Spiel, habe ich mal gelesen. Also jetzt von der Agilität. Nein. Affe. Ja. Alter. Na. Och nö, komm. Was soll das denn schon wieder? Hä? WTF. Nein. Nee, komm. Och, was ist denn da los? Omina. Ja. Ah. Ich bin doch schon orange. Was soll denn der Mist, Mann? Mann, das ist unfair. Das ist richtig unfair. Ich bin orange und kann nichts tun. Gar nichts kann ich tun. Oh, Mann. Seht ihr, da war es doch ein bisschen verfrüht, meine Freunde. Ich habe ja noch gesagt, da kommt wieder was. In dem Fall waren es zwar keine Hunter, aber es waren wieder meine netten Freunde. Ja, komm, Platz mal bitte. Ja, ja, ich weiß nicht. Gut, dass die mich angreifen, sonst wäre es wahrscheinlich zu spät. Ich möchte mal... Hä? Warum kannst du den nicht nehmen? Ja, weil ich keinen Platz habe. Das ist doch fies. Na, komm. Oh, es ist so unfair. Ich bin wieder nur am Rummeckern, Mensch. Das Spiel ist doch eigentlich super. Eigentlich, wenn es nicht so unfair wäre, vor allem wenn man es nicht kennt. Das hat man davon, wenn man mal einen Resident Evil Teil blind spielt. Ja, die Animation kennen wir, deswegen breche ich sie ab. Ja, wie gesagt, den Remake-Teil, den ersten, den hatte ich ja quasi schon mal gespielt, wenn man so will, weil ich, das ist den ersten Teil, den noch kann ich ja auswendig, also wirklich. So. Naja, soll ich nochmal speichern? Ach komm. Ach komm. Oder? Wir sind ja mutig, Leute. Wir sind ja mutig. Oder? Das rede ich mir zumindest wieder ein. Und jetzt werde ich wahrscheinlich von diesem Vieh da unten getötet. Ich mag nicht. Soll ich jetzt eigentlich ohne Billy fahren? Oder wie sieht's aus? Kommt der nach? Irgendwie? Ah! Ah! Nein! Nein! Nein, 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 nein. Lass mich mal in Ruhe, du Scheißvieh. Ich möchte gern da reingehen, danke. Boah, Mann. Jetzt bin ich wahrscheinlich Gefahr oder sowas, weil es mich einmal kurz angetatscht hat. Ja, Rebecca hält halt leider nicht sehr viel aus, habe ich schon gemerkt. Oder? Was ist sie denn? Vorsicht noch. Billy ist komplett weg. Och nö. Warte, ich leg mal den Kram ab. Ich würde ja eigentlich gerne mal das Ding jetzt endlich wegschmeißen, ne? Das nervt mich so, da ich das die ganze Zeit mit mir rumschleppen muss. Das ist total unsinnig. Was hat... Was hast du da, Guter? Die Magnum! Yes! Yes! Ich hab die Magnum! Noch was? Oh ja, bitte. Bitte, bitte stehe jetzt aber nicht auf. Stehen Sie nicht auf, machen Sie sich nicht die Mühe. Oh, geil. Geile Sache. Boah, ist das eine Knarre. Guckt euch an hier. Vor allem was für ein Kaliber. Schaut mal. Boah, alles klar. Eine große Pistole, die durchschlagende Magnum-Munition abfeuert. Ach, die durchschlagende Magnum-Munition abfeuert. Okay. 44er Kaliber wahrscheinlich. Das sind, ja, Elefantentöter. Seilbahn starten. Und Billy bleibt zurück. Ja, Pech gehabt. Jetzt wissen wir es auch, warum der es nicht in den ersten Teil geschafft hat, ins Remake. Aber die Waffen sind weg. Nee, ich hoffe wirklich, dass der noch nachkommt. Ja, das hoffe ich wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Ist aber ein ganz schönes Stück, was hier jetzt gefahren ist, scheinbar. Ey, wie sorgenlos sie aber auch ist, ne? Jetzt fahren wir einfach weg und lassen Billy zurück. Ja, tschüss Billy, mach's mal gut. Ich brauch dich ja nicht oder so. Ist ja nicht so, als hätten wir uns angefreundet und eine gewisse Sympathie füreinander entwickelt. Nein, nein. Du warst ja nur Ballast. Warte mal, ich schau mal auf die Karte. Ja, ich hab halt gar nichts. Das war mir irgendwie klar. Naja, gut. Aber Leute, ich muss ja auch mal wieder eine Pause machen. Es ist leider schon wieder soweit. Die Folge ist vorbei und
Naja, schauen wir mal, was mit Billy passiert ist, aber erst in der nächsten Folge von Resident Evil Zero.